Nah- und Fernschuss. Wie jeder weiß, ist es leichter mit einem Nahschuss ins Tor zu treffen als mit einem Fernschuss. Wir wollten einen mathematischen Zusammenhang zwischen der Entfernung und der Treffwahrscheinlichkeit herausfinden. Das ist Jawad und das ist Suhan. Vor unserem Experiment schießen sie 50 Mal aus unterschiedlicher Entfernung auf Tor. Mit relativen Häufigkeit der Treffer bestimmen wir die Treffwahrscheinlichkeit. Die Ergebnisse tragen wir in ein Koordinatsystem ein. Wir fragen uns, lässt sich ein Graph durch die Punkte zeigen, sodass wir eine Gleichung aufstellen können? Nein, leider findet unser Rechenprogramm keine passende Gleichung. Beim nächsten Mal müssen wir versuchen, unser Experiment unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen, um Fehler und ungewollte Einflussfaktoren auszuschließen.